So, ja, da bin ich wieder bei Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Und ja, wir sind jetzt im Ordenladen und kaufen mal vielleicht was ein. Ich überlege, was. Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber bei jeder Attacke, nee. Gegnern, gell. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeder, wird einfach jeder Schaden halbiert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und mal gucken, vielleicht kaufen wir auch normale Orden mal. Kaufen! Andere! Was hat er denn so im Angebot? Nichts so Tolles, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da kommen später noch ein paar Orden dazu. Naja, okay. Rüsten wir den einen Orden erstmal aus. Ja. Aktive Orden. Was packen wir raus? Wieder den Powerdouts. Oder nee. Wir packen dem Turm ja nichts raus. Wir packen dafür den Fortuna rein. So. Und jetzt geht's weiter nach hier. Lalala. So, genau, hier können wir jetzt noch ein Los kaufen, was wir letztes Mal nicht machen konnten, da ich weniger Geld als Dings hatte, als 10 Münzen. So, ich habe den Los nochmal, 2726. Und ich habe jeden Tag eine Chance, was zu holen. Und dann gucken wir mal. Nee, ich will mal gucken, was ich, ob ich einen Preis kriege. Oh no. Sieht nicht danach aus. Nicht gewonnen. Fail. Ein Trostpreis, ja, das ist ganz nett. Den kriegt man immer. Einfach so ein Pilz. Das ist gar nicht mal allzu schlecht. Ja. Also, das Beste, was ich mit dem Pilz jetzt machen kann, ist benutzen. Und meine 2 KP auffüllen. Ja. Besser als nichts. Ich muss mal kurz was gucken. Habe ich den schon? Ja, habe ich schon. Und dann gehen wir mal hier rein. Und dabei wollen wir gar nicht hier rein. Ach ja, vielleicht zeige ich das wann anders mal hier. Ich gehe jetzt erstmal ganz zur anderen Seite der Stadt. Ganz zur anderen Seite und das schneide ich raus. So, da sind wir bei der anderen Seite der Stadt, wo ich letztes Mal noch nicht viel machen konnte. Und wenn man sich nicht zu doll umguckt, auch nichts. Man kann jetzt in dieses Büro hier gehen und Aufträge erfüllen, was ich jetzt aber auch noch nicht machen werde. Und ja, ganz unauffällig in diese Ritze rein. So. Schön. Da oben ist ein Sternsplitter. Und hier auch. So, da können wir noch nicht drüber. Gehen wir mal in dieses Haus. So, was gibt's hier? Was soll das? Das Gangsters Moluskai eindringen. Jupp, ich will zum Schurken Alpalmone. Also, will er mir jetzt was sagen oder nicht? 64 Münzen! Wucher! Was bleibt mir übrig? Ja. Ach, meine schönen Münzen. Ja, er betreibt die Spielhalle. Und muss da im Laden daneben einen Trockenpilz und Schwirrschwamm kaufen. Also nochmal Geld verschwenden. Okay. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Okay. Alles klar. Jo. Okay. Dann müssen wir das wohl mal tun. Und ich hoffe, ich habe genug Geld, um mir das Ganze, den ganzen Scheiß zu kaufen. Sonst wäre das ganz schön nervig. Und ja, wir gehen wieder zur anderen Seite der Stadt. Schneide ich wieder raus. Bis gleich. So, da bin ich bei der Spielhalle und bei dem Laden daneben. Und dann kaufen wir mal. Obwohl, wir lagern erstmal was, damit wir nicht Sachen wegschmeißen können müssen. Und zwar lagern wir den Kraftpunsch und
einen Ahornsirup. Nein, das war's. So. Kaufen wir den Trockenpilz. Okay, und verkaufen wir den Trockenpilz gleich wieder, weil mir eine Münze fehlt. Krass. Ich hoffe, das geht jetzt trotzdem noch, auch wenn man zwischendurch was verkauft. Yep, geht. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Mein Bart hat die Farbe schwarz. Ja, okay. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Ja, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Also bei der ersten Frage ist es scheißegal, mit was man antwortet. Ja. Dann gehen wir mal da rein. Also, jetzt hat die Tür geöffnet, meine ich, und dann gehen wir da rein. Natürlich. Eine Sache gucken hier. Na. Okay, ja. Das ist hier das Büro. Also, das hier ist das Büro von Al Palmone. Was willst du? Ich habe schlechte Laune. Oh. Jupp, ich will ein Flugticket. Gib einfach her. Dann mache ich dir keine Probleme. Yo, Trachtbügel, yeah. Ich will weg. Weg von diesem Scheißort. Genau. 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 Sehr originell. So, okay. Gib mir jetzt einfach dieses blöde Flugticket. Also gut, ja. Ganz einfach. Also, okay. Sie sind ja ganz in der Nähe. Und ich muss also die Tochter finden. Ach, egal. Ja, gut. Ruhe! So. Und jetzt suchen wir die mal eben ganz schnell. Komm. Wenn du uns hier in Ruhe lässt. Okay, diese beiden sehen so aus. Und bla bla bla. Weg hier. Finden wir die beide mal. Ganz schnell. So schnell wie es geht. Mit der Schnelligkeit von Blitz und Tornado. La 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 la. Lalalala. So, ich glaube zu wissen, wo die sind. Und zwar hier nicht. Sondern weiter unten. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber ein Versuch ist es wert. Ja, immer schön hinter allen Gegenständen gucken, die es irgendwie gibt. Und die beiden sind hier, ja. Nanu! Was? Genau. Bla bla bla. Jetzt mach dir nicht so eine Romanze draus, auch wenn du Romanzo heißt. Lass uns fliehen. Ach, bla bla bla. Wirst du mein Vater sagen, dass du uns nicht gefunden hast? Doppelte Verneinung. Ja. Ich bin ein Kavalier. Und ich bin auch ein Lügner. Ich habe euch gerade gesagt, ich sag dem das nicht. Aber ich sag dem das trotzdem. Lalala. Ja, klar. Ich sag ihm das. Wayne. Denn ich bin ein alter Lügner. Gehst du noch schneller, bitte, Mario? Dum, 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 dum. Hop, hop, hop. Go, go, go. Mario hüpft. Mario hüpft, komm. Jetzt beeil dich, Mario. Die Welt geht unter. Oder auch nicht, aber jedenfalls wollen wir ganz schnell durch diesen Laden rasen und bam, klauen wir schnell was noch was mitnehmen und für private Zwecke verwenden. Baumkuchen. Mit Dip. Weil Dip ist lecker. Okay, wir haben die beiden gefunden, jo.
Aha, ich habe denen zwar nur gesagt, dass ich weiß, wo die finden, wo die sind, aber er weiß es. Warte, Papa. So, jetzt macht mal hinne, meine Zeit ist fast um. Boss, verzeih mir, also der Boss und der Boss und der Tochter. So, und jetzt solltet ihr euch echt langsam mal nicht zu lange verlabern hier. Boss. Ark. Er ist ein Pirat. Ha, meine Zeit ist so gut wie um. Und ich klicke den Dialog so schnell wie möglich weg. Und muss dann anscheinend was rausschneiden, damit das Ganze hier drin bleiben kann. Lalala. Okay. Nächstes Mal hole ich mir das Ticket von dem. Ich bin Bridgman Blark.